Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses, hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Und heute steht abermals auf der Seekiste ein Abelauer. Diesen Abelauer hat mir der Thomas zur Verfügung gestellt. Thomas ist ein Kollege von mir, der mir ja schon öfters Flaschen zur Verfügung gestellt hat, dass ich die eben halt auch mal testen kann vor der Kamera. Und diesmal handelt es sich um den Abelauer. Über Abelauer habe ich schon einiges erzählt. Ne? Abelauer hat für mich ganz tolle Abfüllung. Na, als erstes fällt mir da ein der 12-jährige Non-Chill Filtered mit 48 Volumenprozent, den ich überragend finde, auch oder gerade wegen des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Der 15-jährige, der so langsam aber aus den Shops verschwindet und durch den 16-jährigen ersetzt wird, fand ich auch zu seiner Zeit richtig, richtig gut, auch vom PLV. Und der 18-jährige ist für mich ein absoluter Spitzen-Whisky. Leider muss ich sagen, darüber bin ich sehr traurig, hat Abelauer ja gerade beim 18-Jährigen eine sehr komische Preispolitik. Ja, letztes Jahr haben sie die Flaschengröße auf einen halben Liter reduziert und rufen dafür denselben Preis aus wie vorher, die 07er Flasche. Ja, gekostet hat. Aber heute geht es um diese Abfüllung. Abelauer ist eine Speyside-Distille, bekannt dafür, ihre Whiskys in Oloroso-Sherry-Fässern reifen zu lassen. Gegründet 1879, produzieren im Jahr ca. 35.000 Hektoliter an Whisky und gehört, soweit ich weiß, Pinot Ricard, einem französischen Spirituosenkonzern. Interessanterweise, oder gerade vielleicht auch deswegen, Abelauer gehört zu den Lieblings-Single Malts in Frankreich. Heute geht es um den Cass Anama, oder Anam, abgefüllt mit 48 Volumenprozent, ebenfalls nicht kühl gefiltert. Über Farbe gibt es keine Angaben. Ich glaube mich aber erinnern zu können, dass Abelauer fährt. Ja, ansonsten die Farbe ist ein schöner, satter, dunkler Bernsteinton. Und wenn ich mich so richtig daran erinnere, die anderen Whiskys haben alle den gleichen Farbton. Ja, 48 Volumenprozent, nicht kühl gefiltert. Cass Anama heißt so viel wie seltenes Fass oder rares Fass. Und ja, die Zusammensetzung ist europäisches Eichenfass und Sherryfass aus amerikanischer Weißeiche. Was jetzt auch immer ein europäisches Eichenfass bedeuten mag. Na, und ich kann mir gut vorstellen, Sherryfässer aus amerikanischer Weißeiche sind untypisch. Das werden wohl wahrscheinlich Seasonfässer sein, wo für eine gewisse Zeit, halbes Jahr, ja, wahrscheinlich ein Sherry reingepumpt wurde, der dann wahrscheinlich in die Tiernahrung geht oder weggekippt wird. Und die dann anschließend mit einem Spirit zu befüllen. Diese Abfüllung trägt kein Alter, ist also ein Nas-Whisky. Und ich bin gespannt, was er so kann. In der Nase habe ich gleich eine deutliche alkoholische Note. Sprich dafür, trotz 48 Volumenprozent, dass der Alkohol hier nicht besonders gut eingebunden ist. Und eben halt ein sehr junger Whisky auch ist. Ne? Neben der alkoholischen Note kommen so langsam ganz zart Sherry Aromen zum Tragen, die aber in Richtung gehen, ja, also Pflaumen nicht, vielleicht Feigen, Datteln, aber jetzt noch nicht besonders schwer. Daneben, klar, Apfel, reife Birne und das, was ich mit Abelauer immer verbinde, so eine Orangennote. Aber die Orangennote, denke ich, ist der Distillencharakter. Also wahnsinnig viel Sherry oder intensiver Sherry ist jetzt hier nicht in der Nase spürbar. Die alkoholische Note verfliegt relativ schnell, obwohl sie immer noch relativ präsent ist. Aber sie mindert sich ab. Ja. Und lässt Raum für die Fruchtaromen. Und da vor allem für die Orange. Was ich hier nicht habe,
ist Kakao, Schokolade, Kaffee oder sowas, eine Eichenwürze, nicht spürbar. Auch das wieder ein Zeichen dafür, dass der Whisky recht jung in die Flasche kam. Ja, in dem Sinne, Slunch auf euch. Alkohol, schiebt ihr auch oben ordentlich nach vorne. Die Orangennote, die typisch für Aberlauer ist, sehr präsent im Mund und ausfüllend. Süß, sehr süß. Schon fast likörhaft. Dazu aber kein besonders volles Mundgefühl, sondern er wirkt insgesamt im Mund recht flach. Was bleibt jetzt? Ist eine alkoholische Schärfe. Und jetzt habe ich auch Eichenwürze. Das geht jetzt noch nicht in Richtung Bitterkeit, das nicht. Aber eine gewisse Eichennote, Holzigkeit ist da. Vom Abgang her eher kurz. Im Mund bleibt aber relativ lange. Die Eiche bleibt vor allem recht lange im Mund. Bisschen azinierend. Ja, und dann ist auch recht schnell weg. Also insgesamt ein sehr, wie soll ich sagen, wenig komplex. Trotz der schönen Orangennote. Und recht flach. Preislich liegt der momentan so bei zwischen 50 und 60 Euro. Muss man gucken. Also im Durchschnitt vielleicht wahrscheinlich 55 Euro. Finde ich überteuert. Weil wie gesagt, da kommt nicht viel. Ne? Der Alkohol trägt eine ganze Menge bei. Durch die Nicht-Kühlfiltration im ersten Moment auch ein angenehmes, weiches Mundgefühl, volles Mundgefühl, und dann wird er unheimlich schnell flach. Ne, dann kommt nicht mehr viel. Ne? Also geht schnell, verliert sich schnell, und das ist schade. Weil Aberlauer, wie gesagt, gerade die eingangs erwähnten Non-Chill-Filtered mit 12 Jahren, nur der 15-Jährige oder 18-Jährige sind für mich überragende Whiskys. Jo. Bewertungssystem habe ich ja nicht. Das, was ich aber eigentlich mehr mache, ist eine Kaufempfehlung auszusprechen oder nicht. Bei diesen fällt es mir relativ leicht. Na, für die aufgerufenen 50, 55 Euro kriegt man deutlich bessere Whiskys. Na, also bevor ich mir den kaufen würde, würde ich mir 30, 35 Euro lieber nehmen, um mir den Non-Chill Filtre zu kaufen mit 12 Jahren. Ja, in dem Sinne, euer Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir auch einen Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich immer freuen. Und mehr freue ich mich, wenn ihr wieder zuschaltet, wenn ich hier auf meiner Seekiste für euch ein Single Malt probiere. In dem Sinne, euer Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Ciao.